ihr Lieben. So, also warum habe ich euch diese komische Frage gestellt? Wie viele Schriftstücke habt ihr schon erzeugt? Ich habe so diese These, es kann nie genug geschrieben sein. Und andererseits habe ich auch die These, es kann nie, also auch wenig ist sehr viel. Und aus jedem winzig kleinen Schriftstück kann man mehr machen. Und ich behaupte jetzt mal, gestern habt ihr alle schon auf eure Weise ein Buch geschrieben oder zumindest die Möglichkeit für ein Buch gelegt. Und eigentlich macht man das jeden Tag, weil aus all dem, was ihr geschrieben habt, über alles könntet ihr mindestens 3 Seiten schreiben. Da bin ich fest davon überzeugt. Und manche von euch sagen sogar vielleicht, was nur 3 Seiten? Wenn ich in die Tiefe gehe, wären es gleich mal 10, 12 Seiten. Und wenn man jetzt sagt, ihr habt da so im Schnitt 15, 20 Schriftstücke, sagen jetzt viele, manche 5. Erzeugt und wenn wir dann rechnen, sind das schon 60 Seiten und das ist eigentlich schon ein Buch. Also eigentlich schreiben wir jeden Tag, also sicher schreiben wir jeden Tag und eigentlich schreiben wir jede von uns jeden Tag ganz schön viel und viel mehr, als wir da eigentlich schreiben. Also, dass wir schreiben können, wissen wir und dass wir die Wahl haben, ob wir kurz schreiben oder aus kurzem viel machen oder vielleicht seid ihr darin noch nicht so geübt. Dazu bin ich heute unter anderem da, aus vielem auch wieder wenig Verdichtetes, in die Tiefe gehendes, aber ohne viel Raum zu nehmen. Das alles sind Möglichkeiten, die wir haben. Und das alles hat zu tun mit dem Thema des heutigen Tages, nämlich mit dem Thema Tagebuchschreiben. Jetzt möchte ich euch einfach mal willkommen heißen, ganz offiziell, und sagen, ich freue mich so, dass ihr hier seid. Einerseits, weil ich gern mit Menschen in Kontakt bin, aber andererseits auch für euch und für uns und für die Welt. Weil ihr, allein, dass ihr hier seid, gehe ich mal von ein paar Dingen aus, dass ihr ganz besondere Menschen seid. Ich habe einfach nur besondere Menschen in meinem Umfeld. Das ist mein großes Glück. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr Menschen seid, die, also erstens einmal, solche wie ich und Menschen, die wirklich sich voll ins Zeug hauen, die dem Leben mit voller Hingabe dienen oder sich fürs Leben einsetzen, sage ich noch lieber, weil dann hat man keine Hierarchie, sich einbringen ins Leben. Ihr seid Menschen, die, ja, die sich auch Mühe machen, wenn es sich lohnt. Da bin ich ganz sicher. Und ihr leistet momentan, das weiß ich auch, weil ich von mir aus auf euch, glaube ich, da ein bisschen hochrechnen darf. Ihr leistet gerade viel seelisch und im Außen. Oder anders gesagt, im Außen, aber nicht nur das, sondern auch seelisch und da drinnen. Wir alle sind gerade sehr tätig, sogar wenn man es im Außen vielleicht gar nicht so merkt. Und es ist gut, was wir tun und wichtig, was wir tun. Das wissen mindestens die Menschen in unserem Umfeld. Und ich weiß es auch, wie gut das ihr tut und wie wichtig und wertvoll das ist. Ihr seid wahrscheinlich andererseits Menschen, die auch so, ich nenne es jetzt mal Visionärinnen. Viele von uns oder die meisten oder alle von uns hier sind in irgendeiner Form Visionärinnen. Das heißt Menschen, die irgendwie so eine Ahnung haben. Eine Ahnung von, da gibt es noch mehr, als jetzt im Moment sichtbar ist. Da gibt es noch mehr, als der Alltag zeigt oder als auch als die schwierigen Situationen im Leben zeigen. Oder als was sie scheinen, da gibt es immer noch eine Perspektive darüber hinaus, ob wir es jetzt Transzendenz nennen oder Vision oder Gestaltungskraft oder Tagträumereien. Das ist ganz egal und da hat jede von euch wahrscheinlich ihr Lieblingswort dafür. Aber ja, ich nehme mal an, dass viele von euch dazu in der Lage sind und danach auch auf der Suche sind. Was ist dieses Meer und wie kann ich dem, was ich ahne in meinem Leben, mehr und mehr Gestalt verleihen? Und was ihr, glaube ich, noch seid, ist auch Umsetzerinnen, nicht nur Träumerinnen, nicht nur Visionärinnen, sondern immer auf der Suche eben, wie kann ich im Kleinen und im Großen die Welt ein kleines Stückchen besser machen, meine Welt und im Glauben daran, dass meine Welt auch ein Teil der Welt ist, die ganze Welt. Und mein Segen in den letzten Jahren ist, dass ich einfach mit solchen Menschen zu tun haben darf und dass ich so viele kennenlernen darf und mit euch gemeinsam tun und werken und wirken darf. Und dieses Webinar ist jetzt ein Anteil von mir, wieder mal euch da zu stützen, euch zu nähern und euch ein bisschen was an die Hand zu geben. Wenn es euch gefällt, dann nützt es, braucht, gebraucht alles, was euch gefällt und den Rest lasst einfach weg, weil ich weiß, ihr tut. Ihr sitzt nicht nur am Samstag um 11 vor Webinaren, sondern ihr tut viel drumherum und ihr tut schon längst genug. Aber wenn es irgendwas, was ich sage, es euch leichter machen kann oder mit frischem Esprit und Wind und Lebensmut, Lebensfreude erfüllen kann, dann bin ich froh. Ja,
Was möchte ich heute? Ich werde euch ein paar Techniken sagen, Know-how vermitteln. Aber was möchte ich vor allem, wenn ich mir denke, mit welchem Gefühl möchte ich, dass ihr da rausgeht, dann ist es vor allem eigentlich das Gefühl der Erleichterung. Eben das, was ich euch jetzt schon sage, ihr tut eh schon so viel. Und wenn wir jetzt auf das Thema schauen, auf das Tagebuch, ihr habt es ja in der Ausschreibung auch gelesen, erstmal die Gründe, warum es eh gut ist, wenn du vielleicht gerade nicht Tagebuch schreibst oder nicht so viel, wie du immer glaubst, du musst. Ja? Es ist gut, du machst alles richtig, du hast bis zu diesem Punkt und bis zu diesem Moment vollkommen alles richtig gemacht. Und du musst nichts. Du musst nicht mehr, als du jetzt tust. Du musst nicht regelmäßig, du musst nicht üben, um beim Schreiben irgendwie besser zu werden, was auch immer das heißt, das werden wir noch schauen. Ja, Schreiben ist herrlich, ich bin Musikerin, Ausgebildete, da weiß ich, ich musste jeden Tag üben, also vor allem als Berufsmusikerin. Und jetzt bin ich Berufsautorin und muss überhaupt nicht jeden Tag üben. Und ich liebe das Schreiben, weil ich wochenlang nichts tun darf und es wird nicht schlechter. Manchmal wird es sogar besser, wenn man Ruhe gibt und nicht das Falsche übt auch. Also du musst nicht und du musst schon gar nicht so, wie du glaubst, dass du musst. Und wenn ich dir diese Erleichterung mitgeben darf, hiermit sei es schon geschehen, kannst schon abschalten, kannst schon gehen, aber du kannst auch noch länger zuhören, denn ich werde noch mehr über diese Erleichterung sagen. Und was ich mir noch wünsche, ist, also weiß nicht, ob du schon ein Tagebuch zu Hause liegen hast oder ob dein Tagebuch noch im Papiergeschäft liegt und auf dich wartet oder ob es einfach nur eine Gestalt in deinem Kopf oder in deinem Herz ist. Was ich mir total wünschen würde, ist, dich von diesem schlechten Gewissen zu befreien, dass man doch immer, also weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt diesen Zustand, da liegt irgendwo ein Tagebuch und da ist immer, unsere Beziehung ist irgendwie, da hat einen Störsender drin und dieser Störsender ist das schlechte Gewissen. Du solltest doch. Jetzt ist das, finde ich das eigentlich sehr lustig, weil ich weiß mit Sicherheit, dass fast alle von euch auch noch was anderes im Schrank liegen haben, außer Tagebüchern, nämlich eine Tafel Schokolade. Und irgendwie zu der haben wir nie so eine schlechte Gewissensbeziehung, oder? Die Schokolade sagt nie, wann wirst du mich endlich essen? Wieso hast du mich heute schon wieder nicht gegessen? Und ich wünschte mir, dass das Tagebuch sowas wird für euch wie eine Tafel Schokolade. Jederzeit verfügbar, wenn man es braucht, ist es da. Und wenn es liegt, fühlt sich es genauso gut an. Weil dann weiß man, man hat was anderes getan. Man hat Salat gegessen oder man hat gelebt oder man hat sich anders ausgedrückt in der Welt oder vor sich selbst. Und es gibt überhaupt keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Genauso wie bei der Tafel Schokolade. Auch beim Tagebuch. Es liegt gut im Schrank und es ist jederzeit für uns da, ohne Vorwürfe, ohne nichts. Das ist vielleicht auch das Trügerische, wenn man die Tagebücher als beste Freundin bezeichnet, weil bei der besten Freundin ist man schon, also sollte man ja schon, Freundschaft will gepflegt sein. Und die Freundschaft mit dem Tagebuch hat da ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten. Obwohl ich schon weiß, auch was es bringt, regelmäßig Tagebuch zu schreiben, auch darüber reden wir später noch. So, was habe ich dir versprochen? Ich habe dir versprochen, dass ich dir eben erkläre ein bisschen ausführlicher, warum es schon seinen Sinn hat, dass du nicht schreibst oder nicht so viel schreibst, wie du glaubst zu müssen, was für innere Haltungen du haben könntest, dass das Tagebuch zu deiner Lebenskraft-Tankstelle wird, wie du das Zeitproblem löst, ein sehr häufiges Problem beim Tagebuchschreiben oder ein vordergründiges Problem, ich habe keine Zeit. Und dann auch, wie du verhinderst, dass du in so Abwärtsspiralen rutscht, also wie du verhinderst, dass das Tagebuchschreiben eher dich hinunterzieht, gerade in schwierigen Zeiten. Und dann noch so einen kleinen Ausblick, was alles möglich werden könnte, wenn du schriebest. Ich werde dir heute viele Inspirationen geben. Trotzdem werde ich dir auch was erzählen. Ich glaube, viele von euch haben sich eh schon angemeldet von meinem Tagebuch-Intensivkurs, der jetzt nächsten Donnerstag beginnt, weil ich da einfach auch noch viel mehr Hintergrund serviere und auch tiefere Nährstoffe für deine Lebenskraft. Und also eben nicht nur Schokolade und nicht nur Kartoffelchips. Heute könnt, nach dem Webinar fühlt ihr euch vielleicht so ein bisschen, wie wenn ihr eine Tüte Kartoffelchips gekriegt hättet. Schmeckt herrlich, macht super satt, aber irgendwie nach einem Tag sagt man sich, was habe ich da gegessen? Und dazu ist dann dieser ausführlichere Kurs da, dass es einfach in die Tiefe geht und nahrhafter wird und eine vollständige Mahlzeit wird sozusagen. So, und jetzt gehe ich mal in die Mitte des Problems und sag nochmal, ja, ich mache noch ein paar Vermutungen, wie es dir vielleicht geht mit deinem Tagebuch, dass eben diese Ahnung, ja, da gibt es diese Ahnung und diese Hoffnung oder
irgend so einen, vielleicht nur einen Geruch. Kennt ihr das im Winter, wenn es das erste Mal so nach Frühling riecht? Meine Tochter hat den Herbst neulich gerochen und die ist 3,5 und wir waren spazieren und auf einmal sagt sie zu mir: Mama, da riecht's so nach Luft. Und sie hat diese Blätter gemeint. Und ich glaube, wir kennen das auch. Da riecht so nach Leben. Da riecht so nach mir selbst. Und wir kennen diesen Geruch. Und irgendwie kennen wir aber auch das Gefühl, dass da irgendwie, wie wenn eine Tür noch zu wäre zwischen uns und dem. Oder sie ist immer wieder, manchmal geht sie auf, wir wissen oft gar nicht warum, aber wir finden irgendwie diesen, wo ist meine Hand da, den Türgriff nicht. Und wenn wir jetzt sagen, das Tagebuch ist vielleicht ein Beispiel dafür, vielleicht kennst du das auch in anderen Bereichen deines Lebens, dass da immer zwischen dir und dieser Ahnung irgendwie ein Türgriff fehlt. Und dann kennst du vielleicht auch dieses schlechte Gewissen, ja, weil du es schon wieder nicht geschafft hast, ja, weil du schon wieder nicht entlang deiner Werte, deiner größten Visionen gelebt hast, weil du schon wieder die Wurst gekauft hast, die in Plastik verpackt ist und du willst doch weniger Plastik, oder weil du schon wieder, keine Ahnung, mit dem Auto fährst, weil du zu spät dran bist, statt zu Fuß zu gehen, oder schon wieder den Lift genommen hast, oder ich weiß nicht, was so deine Ideale sind, die dich da ein bisschen drangsalieren. Und vielleicht kennst du auch sowas wie einen Ärger aufs Leben, auf die Welt, dass alles immer so schwer sein muss. Das ist das blöde Corona, die jetzt schon wieder einen Strich durch die Rechnung machen muss, oder irgendwas anderes, oder dein Chef, oder der Alltag, oder das Wetter, oder was auch immer. Und also der Ärger ist oft so das schlechte Gewissen, das sich dann halt nach außen legt. Bin ich jetzt schuld, ist blöd. Sind die anderen schuld, ist genauso blöd. Also ich hoffe, dass wir das alles wegkriegen können. Und ja, so ein letztes, was ich kenne, was mir immer sehr leid tut und mich traurig macht, in manchen Phasen, oder was für mich ein guter Indikator ist, wo ich gerade stehe in Bezug auf meine Kreativität. Wenn du Kunst in Ausstellungen oder in Konzerten oder auch gute Bücher, ja, kannst du sie lesen ohne Neid? Und kannst du sie oder anschauen? Kannst du sie anschauen oder lesen ohne Trauer? Ja, dieses Gefühl, also mir geht es immer so, in schlechten Zeiten höre ich den Reinhard May und bin einfach nur traurig, dass ich nicht so gute Lieder schreiben kann wie der Reinhard May. Und an anderen Zeiten, wo ich gut in Kontakt mit meiner Kreativität bin, da liebe ich den Reinhard May und kann ihn so genießen, weil er ist, weil gleichzeitig ich bin. Und ja, das wünsche ich dir so, dass du nicht nur alleine in deine Kreativität kommst oder in deine Kreativität, sondern was dann passiert, ist, dass du diese vielfältige Kreativität in der Welt annehmen und genießen kannst, ohne dass du dich nicht zugehörig fühlst, ohne dass du das Gefühl hast, selbst versagt zu haben, sondern du kannst dieses Geschenk dieser vielfältigen Kreativität und Kunst und Ausdruck der Ausdrucksformen in der Welt annehmen. Das würde mich sehr freuen. Ich kenne das eben auch bei mir. Eben, es ist der Reinhard May als ein Beispiel, das war schon mit 6 Jahren, da habe ich Platten vom Reinhard May gehört und ich wollte ihm damals schon einen Brief schreiben und schreiben: Herr May, ich bin wie Sie. Ich habe es dann nicht getan. Es ist mir dann noch ein zweites Mal passiert, da war ich zu einer Talkshow beim Markus Lanz eingeladen und in dem Hotel, wo ich gewohnt habe, zufällig, als ich dann nach der Aufzeichnung ins Hotel kam, wer stand da im Foyer? Mit seinem Gitarrenkasten. Reinhard May. Das war vor 4 Jahren. Ich bin wie eine Salzsäure erstarrt. Ich wusste, ich wollte hinrennen, dann doch nicht. Und mein Mann ist dann hingegangen und hat sich bedankt für das Konzert, bei dem wir am Vortag bei ihm waren. Und ich habe dann die ganze Nacht, bin ich so halb wach gelegen und habe gedacht, soll ich ihm jetzt diesen Brief schreiben? Jetzt, Herr May, ich bin wie Sie. Und letztendlich habe ich den Brief nicht geschrieben, weil ich mir dann gedacht habe, eigentlich ist es ein Brief an mich selbst. In Wirklichkeit. Ja, da ist eine Verbindung, da gibt es irgendwelche Parallelen und letztendlich geht es für mich darum, die aufzuspüren. Das war sehr beglückend für mich, diesen Brief, den ich nicht geschrieben und nicht abgeschickt habe. Eine andere Künstlerin gibt es noch, die für mich da ein bisschen stellvertretend steht, die Christine Kane. Viele, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich sie heiß liebe. Die hat ein Lied geschrieben, das heißt Virginia. Und Virginia ist eine Frau. Und die freut sich auf jeden neuen Tag. Und das ist eine Frau, die wirklich ganz viel in ihrem Leben hinter sich gelassen hat, was sie belastet hat. Und sie ist jetzt einfach nur mehr, sie sagt jeden Tag ein Gebet, weil das Leben so schön ist. Und da gibt es so eine schöne Zeile drin, die sagt,
Das Lebensentwurf schaut nicht aus wie diese tollen Bilder. In Lied kommt vor, like the Thomas Camcake Paintings, aber ich finde keine Bilder von Thomas Camcake. Also irgendwie verstehe ich was falsch oder ich weiß nicht. Aber so tolle Gemälde, ja, oder das perfekte Bild. Und dann sagt sie, nein, das Leben, das gelebte Leben schaut viel mehr aus wie diese holprigen Bleistiftzeichnungen, die in der Innenseite eines Kastens oder des Schulspinds angepinnt sind. Und das finde ich so ein schönes Bild. Und diese Virginia begleitet mich jetzt, glaube ich, wirklich seit 10 Jahren. Und als ich das Lied zum ersten Mal gehört und verstanden habe, da war noch sehr viel Trauer, dass mein Leben noch nicht an dem Punkt ist. Und ich bin, möchte ich mal sagen, in dieses Lied hineingewachsen. Es kommt immer näher dahin. Und das vielleicht auch als kleine Idee, da komme ich später noch dazu. Ja. Tagebuchschreiben heißt nicht sofortige Effekte erzielen. Heißt es auch, wir können ganz schnell was zum Guten wenden, kleine Schritte machen, finde ich super. Aber noch viel wesentlicher ist, dass wir dem Leben eine winzig kleine Richtung geben, einen kleinen Schubs und es rollt plötzlich in eine andere Richtung und auf lange Sicht landen wir dann an einem anderen Punkt, als wir ohne Tagebuch gelandet wären. Ja, und noch ein bisschen in meine Geschichte. Also man könnte ja sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie an einem anderen Punkt als die meisten von euch wahrscheinlich. Ich meine, ich bin Spiegel-Bestseller-Autorin, ich habe einen großen Verlag, ich bin wirklich vom Beruf Autorin. Das seid ihr, die meisten von euch wahrscheinlich nicht. Und doch gibt es mehr, was uns verbindet, als was uns da trennt, glaube ich. Denn gerade auch ich als Bestseller-Autorin kenne dieses Prinzip, nicht mehr zu wissen, was ich schreiben soll. Gerade nach meinem Buch 4-3, ja, was schreibe ich jetzt noch? Jetzt habe ich mein Leben niedergeschrieben, war ich in allen Talkshows und was jetzt? Da gab es einmal eine lange Phase, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, was ich schreiben soll, wie ich weiterschreiben soll und wo ich mich auch verstummt gefühlt habe. Und auch jetzt, also gerade auch wieder jetzt, sogar als Autorin eines Corona-Tagebuchs, das gerade erschienen ist und das viele Leute kaufen und lesen. Ja, was mache ich jetzt im zweiten Lockdown? Ich weiß noch nicht, wie ich es diesmal angehe, wie ich drüber schreibe. Ich weiß noch nicht mal, ob, aber es ist total okay. Ich bin an dem Punkt, dass ich es nicht mehr von mir verlange, dass ich Dinge probiere, aber auch nicht von mir enttäuscht bin, wenn was nicht gelingt. Ja, trotzdem habe ich ein schreiberisches Leben, mit dem ich total zufrieden bin. Und das zeigt sich unter anderem darin, dass ich eine große Schachtel habe, die voll mit Lieblingsstiften ist, mit ganz verschiedenen. Und dass ich jederzeit weiß, zu welchem dieser Stifte ich greifen muss. Ich habe andererseits eine Lade oder eine Kiste mit Lieblingstagebüchern. Und ich weiß jederzeit, welches gerade das Richtige ist, zu dem ich greifen kann. Ich weiß, dass ich jederzeit schreiben könnte, dass ich niemals schreiben muss. Ich habe Gruppen von schreibbegeisterten Menschen um mich und ich kann auch sagen, dass ich in meiner Psychotherapie, die ich seit vielen Jahren besuche, weil sie für mich, es gehört für mich einfach zum Leben dazu, mich da auseinanderzusetzen, dass ich seit ich einfach dieses Schreiben für mich wirklich bewusst pflege auf diesen vielen Ebenen in meinem Therapieprozess einfach immer, immer tiefer komme und da, ja, dass mich das Schreiben sehr unterstützt bei meinem persönlichen Wachstum. Ja, wie bin ich an diesen Punkt gekommen? Ich glaube, das Wesentlichste war, also ich bin da ein bisschen hineingestolpert. 4-3, den Entstehungsprozess möchte ich jetzt hier nicht ausbreiten, aber es war fast so eine Entdeckungsgeschichte. Wenn ihr diesen Film Gespräche mit Gott gesehen habt, das war so ähnlich. Der hat einfach mal vor sich hingeschrieben und dann wurde er von einem riesen Verlag entdeckt. Also so ähnlich war es bei mir. Das kann ich euch jetzt nicht beibringen. Ja? Ich kann nicht sagen, so macht ihr es, dann wird es euch so gehen wie mir. Das will ich aber auch gar nicht, weil das ist nur eigentlich ein unwesentlicher Aspekt. Es hat mir viele Möglichkeiten eröffnet, aber es war nicht das Wesentlichste für mein Schreiben. Das Wichtigste danach war erst einmal, dass ich mir erlaubt habe, lange Zeit nicht zu schreiben. Denn ich hätte in die falsche Richtung geschrieben. Ich hätte weitergeschrieben, um den nächsten Bestseller schreiben zu wollen oder um weiter die Leute, die mein Buch gelesen haben, weiter zu versorgen. Ich habe irgendwie gespürt, irgendwas stimmt da nicht und ich bin dieser Stimme nachgegangen und habe erst mal nicht geschrieben. Und ich habe gewartet, bis das Schreiben mich auf eine neue Weise gerufen hat. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir eine Gruppe gesucht. Ich habe auch Zeit investiert und auch
also ich sogar ziemlich viel Geld investiert. Ich habe diese Ausbildung zur Poesie und Bibliotherapie gemacht. Und das war der Zugang, der mir dann viele neue Felder des Schreibens eröffnet hat, wo ich einfach also nicht nur Methoden kennengelernt habe und Herangehensweisen ans Schreiben, sondern wo ich unter anderem eben auch diese fixen Zeiträume gehabt habe, wo ich mich dem Schreiben zugewandt habe, wo es eine Hauptrolle spielen durfte und eben eine Gemeinschaft von Menschen, das erste Mal in meinem Leben eigentlich. Menschen, die auch gerne schreiben, die auch gerne mit Sprache spielen. Und in dieser Gruppe habe ich auch etwas sehr Wesentliches gelernt und für mich vielleicht der wichtigste Punkt heute, dass ich immer dann, wenn ich Widerstände habe oder mich so ein bisschen drücken will, dass ich da einerseits es nicht von mir verlange, aber immer sage, oh, das ist interessant, dass ich das als Magnetfeld wahrnehme und Widerstände mit einem herzlichen Hallo begrüße. Also nicht so verächtlich, manchmal sagt man so, ah, oh, hallo Widerstand, geh weg. Nein, sondern hallo, wow, hallo Gänsehaut, hallo Widerstand, hallo Angst, hallo, hallo, ich will nicht. Und diese Zustände sind für mich die wertvollsten heute, wenn es ums Schreiben geht, weil da zeigt mir das immer wieder, dass ein neuer Aspekt oder ein neuer Zugang oder ein jetzt gerade verschütteter, vernachlässigter Zugang auf mich wartet. Ich habe mir also immer mehr angewöhnt, trotzdem oder gerade dann zu schreiben. Und ich bin wie bis heute, ich liebe es, Schreibübungen, Schreibregeln auch in Büchern zu finden. Ich glaube, ich habe alle Schreibratgeber, die es gibt auf der Welt, habe ich, also zumindest auf Deutsch und auf Englisch, habe ich in meinem Bücherregal. Und noch viel wichtiger, ich mache dann immer meine eigenen Regeln draus. Ich liebe es, Regeln zu nehmen und diese Regeln so abzuwandeln, dass sie für mich passen. Also das alles, ja, das alles könnt ihr auch und das, ihr könnt es längst. Aber bei all dem würde ich euch gern unterstützen. Der Gruppenaspekt ist jetzt der, der immer mehr dazukommt. Ich muss sagen, Corona sei Dank, weil immer mehr Leute diese Hürde, das ist digital, das will ich nicht, auch verlassen mussten. Und es entstehen hier Räume. Es hat begonnen in der ersten Lockdown-Zeit mit dieser Drabble-Gruppe in meiner Schreibgeschenke, Lebensgeschenke-Gruppe. Und mittlerweile gibt es auch in Schreibgruppen gibt es regelmäßigen Austausch über Zoom, eben wo man dann auch in Zweier-, Dreiergruppen zusammenkommt und sich austauscht. Und es sind so in, und im Sommer gab es ein Projekt mit Schreibbuddies, also mit Schreibpartnern, einer Partnervermittlung. Das mache ich gemeinsam mit meiner Sekretärin und so. Also da ist jetzt viel gewachsen. Und das hat für mich diesen entscheidenden letzten, dieses Momentum gegeben, dass ich weiß, ja, jetzt kann ich euch wirklich aus vollem Herzen sagen, alles, wovon ihr beim Schreiben träumt, kann sich erfüllen durch diese verschiedenen Faktoren, Impulse und Know-how und die Gruppe. Das ist so, sind die Säulen, auf denen meine Arbeit ruht. Genau. Jetzt hätte ich gern mal von euch kurz etwas. Ich habe eine Aufgabe an euch, nämlich tippt mal in den Chat und schreibt, wenn ihr das Gefühl habt, ja, das gefällt euch jetzt gerade, was ich da sage, oder ihr seid bereit zu sowas, dann tippt doch mal Hallo Gänsehaut. Hallo Gänsehaut. Ich versuche euch gerade gleichzeitig, versuche ich da mal auf Facebook vorbeizuschauen, aber ich komme aus dem Vollbildmodus irgendwie nicht mehr raus. Doch, jetzt komme ich da raus. Wunderbar, hallo Gänsehaut. Ah, da kommen ganz viele. Hallo Gänsehaut, hallo Gänsehaut. Ja, genau, da wollen wir hin. Zur Gänsehaut wollen wir hin. Ja, so, jetzt mache ich mich wieder groß. So, genau. So, wie machen wir das jetzt? Jetzt passt auf, jetzt habe ich ein bisschen Input für euch, ein bisschen Stoff. Ich habe euch ja im Vorfeld gefragt, was denn so eure größten Probleme sind, was euch abhält vom Tagebuchschreiben. Und schon da bin ich so glücklich gewesen, weil man merkt, viele von euch sind einfach Menschen, die schon regelmäßig schreiben oder schon in der Art von, ich nenne sie mal Schreibmenschen, in der Art von schreibenden Menschen denken. Denn eure Antworten waren sehr differenziert, sehr selbst, wie soll ich sagen, in einer großen Selbsterkenntnis, sehr, ja, sehr genau, seelengenau, herzgenau. Ja. Und ich habe sie geordnet, diese Antworten. Und ja, vieles dreht sich ums Thema Zeit. Und ja, ich habe keine Zeit, ist eine mögliche Antwort. Und manche von euch haben das geschrieben. Und es stimmt, ja, es gibt Phasen im Leben, da haben wir keine Zeit zu schreiben. Als mein Kind eineinhalb war, hatte ich keine Zeit. Einfach überhaupt keine Zeit zum Schreiben. Jetzt langsam wird es wieder. Aber da waren noch differenziertere Antworten. Ich habe keine Zeit, heißt auch, ich habe nicht die innere Ruhe oder ich habe zu wenig Muße.
Oder ich habe zu wenig Zeit, heißt, wenn ich mal loslegen würde, dann bräuchte ich so viel Zeit und die habe ich einfach nicht. Also wenig Zeit hätte ich schon, aber die stellt mich nicht zufrieden. Manche haben auch geschrieben, ich finde zu wenig Zeit. Ja, ich erkenne die Zeitfenster nicht. Oder ich finde im Tagesablauf nicht die Rituale, die mich zum Schreiben bringen. Ich finde keine gute Zeit. Ich finde keinen stimmigen Zeitpunkt. Ich finde keine gesicherten Ruheinseln. Und auch ich finde noch nicht die Wohlfühlkriterien für mein Schreiben. Ja, es ist mehr. Es geht um mehr als nur um Zeit. Und manche haben auch geschrieben, ich nehme mir nicht die Zeit. Und das war so ein bisschen eine Mischung aus liebevoll, ich nehme es mir einfach nicht und weiß gar nicht warum. Oder manche waren auch ein bisschen strenger, manchmal ein paar Stimmen waren auch ein bisschen selbstkritisch. Warum denn nicht? Dann kamen auch so Antworten wie, ich bin zu wenig ausdauernd oder ich schaffe es einfach nicht täglich. Also schon so ein bisschen in Richtung Disziplin, Forderung, Ansprüche an sich selbst. Oder auch, ja, wo kommen die her, die Ansprüche? Da waren auch so Äußerungen wie, mir sitzt immer dieses Aufsatzgefühl im Nacken oder so eine Selbstzensur. Mach das ordentlich. Was schreibst du denn da? Auch die Erkenntnis, ich mache beim Schreiben Fehler und das stört mich oder meine Handschrift gefällt mir nicht. Aber auch andere Ansprüche. Es gibt auch Seelenansprüche oder psychische Ansprüche, nicht mal von außen, wo man sich selber sagt, es muss mir nach dem Schreiben besser gehen. Weil wenn es mir nicht gleich besser geht, dann bringt dieses ganze Schreiben nichts. Und ich weiß noch nicht, wie das geht. Also ich es nicht. Ja, das ist alles anstrengend. Und so haben auch manche von euch geschrieben, ich bin einfach erschöpft. Ich habe sowieso keine Kraft und ich kann mir jetzt nicht noch ein neues Hobby auftun oder ich habe nicht mal mehr die Kraft, am Abend den Stift in die Hand zu nehmen. Ich verstehe das. Bei mir gibt es auch viele solche Abende. Also so, ja, keine Zeit. Dahinter steht oft diese falschen Ansprüche und dann eben, ja, diese Kraft, die uns da fehlt. Das würde ich mal so als einen Block bezeichnen. Dann gab es andere Kategorien von Antworten, nämlich Ängste. Und da waren sehr interessante Ängste. Die eine, und die finde ich wieder sehr selbstreflektiert, die Angst davor, sich wirklich einzulassen. Ja, das war für mich, waren Gänsehautantworten, die ich da gelesen habe. Ich habe Angst, draufzukommen, dass ich mein Leben ändern muss. Ich habe Angst, draufzukommen, dass ich den falschen Beruf habe. Dass ich suchen müsste nach etwas, was mich mehr erfüllt. Ich habe Angst, mir selbst zu begegnen. Ich habe Angst, schau mal, da sagt jemand, bitte alle den Ton abschalten. Danke sehr für diesen wertvollen Hinweis, weil ich glaube, ich habe das vergessen. Ich habe euch alle stumm geschalten. Ich mache es einfach nochmal. So, gut. Ja, so, wo war ich jetzt? Ich habe auch Angst vor der Schwere, die dabei entstehen könnte. Ich habe Angst, dass es mir nach dem Schreiben schlechter geht als vorher. Das muss man alles ernst nehmen und das sind alles sehr richtige Gründe. Dazu komme ich. Ich kann nicht euch jetzt sagen, habt diese Angst nicht, ihr braucht die Angst nicht haben. Nein, das gehört alles dazu, aber wir können es anders deuten. Im Viktor Frankl'schen Sinn, ja, das Leid, das wir als sinnvoll erleben oder Leid, das uns eine Richtung gibt, gut aushalten können, dass wir nicht unter dem Leid leiden müssen, in dem Moment, wo wir dem Leid einen Sinn zusprechen. Und dann gab es noch andere Ängste, nämlich vor allem auch diese Angst, entdeckt zu werden. Ne? Was ist, wenn das jemand anderer liest? Dazu komme ich auch noch ausführlicher. So. Und dann gab es noch eine dritte Kategorie von Gründen und die finde ich auch sehr interessant. Eigentlich nicht wissen, wozu mache ich das? Bringt das denn was? Was soll das denn bringen? Was ist, wenn ich meine Zeit vergeude? Letztendlich auch. Ja? Ich setze mich jetzt jeden Tag hin, schreibe jeden Tag 30 Minuten Tagebuch und was ist, wenn ich nach einem Jahr feststelle, es hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Also entweder was Schlechtes gebracht oder überhaupt nichts gebracht. Ich habe Angst, dass ich mich eh ständig nur wiederhole. Ich habe eine Zeit lang viel Tagebuch geschrieben und irgendwann hat sich das aufgehört und jetzt weiß ich nicht, wie ich wieder rangehen soll, weil ich habe das Gefühl, ich habe eh schon alle klugen Gedanken meines Lebens habe ich eh schon aufgeschrieben. Das Tagebuch hat mir in schwierigen Zeiten geholfen, das brauche ich jetzt nicht mehr. Oder auch, mein Gott, nimm dich nicht so wichtig. So wichtig ist das ja auch alles nicht, was du da erlebst. So, das sind so die Gründe, die euch abhalten. Und jetzt schauen wir mal, ich habe große Hausposaunen und ich sage euch die wahren Gründe. Jetzt bin ich furchtbar aufgeregt. Wo sind sie, meine wahren Gründe? Nein, ich sage euch jetzt mal die Denkfehler, die dahinter stecken.
Wenn wir sagen, ich habe keine Zeit, dann haben wir dahinter den Denkfehler, dass wir eben glauben, oft, dass wir glauben, dass Tagebuch etwas ist, was man regelmäßig tun muss, was man diszipliniert machen muss und was nur was bringt, wenn ich es in irgendeiner Form regelmäßig mache. Jeden Tag, jede Woche, einmal im Monat, regelmäßig. Von diesem, ich lebe nicht nach diesem Prinzip. Ich schreibe sehr regelmäßig Tagebuch, aber nicht jeden Montag oder jeden Dienstag oder jeden Tag um 8, sondern ich schreibe ganz regelmäßig Tagebuch, immer wenn. Immer wenn ich zu viel im Kopf habe, schlage ich mein To-Do-Tagebuch auf oder mein Juhu-Tagebuch und schreibe mir alles auf, was in meinem Kopf ist. Und immer wenn ich eine Kolumne für eine Zeitung schreibe, schlage ich mein anderes Tagebuch auf, mein Brainstorming-Tagebuch und mache mir ein kleines Cluster. Und immer wenn es mir gerade schlecht geht und meine beste Freundin nicht erreichbar ist oder ich sie gar nicht belasten will mit diesem Bäh, dann schreibe ich Tagebuch. Dann nehme ich mein dunkelbraunes, das habe ich euch in der Live-Serie noch nicht gezeigt, mein kackebraunes Tagebuch und da kotze ich erstmal alles rein und kann dann mit meiner Freundin viel besser reden, weil dieses Bäh schon mal erledigt ist und dann können wir schon ein ganz anderes Gespräch führen. Da hat sie dann magischerweise meistens Zeit. Oder ich rede auf WhatsApp und sie antwortet dann sehr bald. Also statt immer zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Tag, immer wenn, dann. Immer wenn es mir so und so geht, dann kann ich diese und diese Tagebuchtechnik verwenden. Das ist das, was ich auch im Tagebuchkurs mit inneren Apps bezeichne. Immer wenn, nehmt mal euer Handy. Immer wenn ihr was rausrechnen müsst, was ihr nicht im Kopf rechnen könnt, macht ihr die Rechner auf. Immer wenn ihr mit dem Auto wohin fahrt, wo ihr noch nie wart und allein im Auto seid, macht ihr wahrscheinlich irgendeine Google Maps App auf oder irgendeinen GPS. Immer wenn ihr, weiß nicht, was ihr alles für Apps habt. Und es ist auch so spannend, weil unsere Apps sind alle anders. Manche haben alle, also fast alle haben manche Apps, aber jede von uns hat ihre ganz speziellen. Zeig mir dein Handy und ich sage dir, wer du bist. Oder im Sinne unseres Schreibens noch viel schöner, es wäre eine herrliche Schreibübung. Zeig mir dein Handy und erzähle mir anhand der Apps, wer du bist. Ja? Und wir sind alle anders. Und wir haben alle unsere Lieblings-Apps, die wir regelmäßig verwenden. Und für mich heißt, euch Tagebuchschreiben beizubringen, hieße, euch diese Apps bewusst zu machen, ja? Und euch so eine Fülle, einen App-Store anzubieten, wo ihr sagen könnt, ja, die nehme ich, die zwei, drei. Und die Teilnehmerinnen meines Jahreskurses, die jetzt fertig sind, die haben mir am Schluss auch gesagt, so was ihre Lieblingsübungen sind. Und bei den meisten waren es so 4, 5 Übungen, wo sie gesagt haben, ja, die habe ich mir genommen, die brauche ich wirklich regelmäßig, immer wenn, dann. Also das so als ein möglicher Zugang. Der zweite Zugang, eben dieses Gefühl, was bringt's? Oder dieser Glaube, Tagebuch schreiben muss etwas bringen. Und zwar etwas ganz Bestimmtes, nämlich möglichst schnelles Wohlgefühl. Ich habe gerade gestern zufällig mit einer TCM-Ärztin ein Gespräch gehabt und die hat mir die Herangehensweise der traditionellen chinesischen Medizin erklärt. Und sie hat mir das anhand eines Beispiels gebracht von einem Pilz. Ja, sagen wir, ein Mensch hat einen Pilz. Unsere westliche Schulmedizin nimmt dann einfach eine pilztötende Salbe oder Mittel und wir töten den Pilz ab. Was die traditionelle chinesische Medizin stattdessen macht, ist, sie entzieht dem Pilz den Nährboden. Sie verändert das Milieu. Der Pilz gedeiht auf einem dunklen, feuchten und leicht kühlen Milieu. Oder warm, das weiß ich jetzt nicht mehr. Egal. Ich sag mal warm. Warm, warm, warm. Pilz warm. Ja, und sie sagt, wir verändern das Milieu. Wir führen ein bisschen Trockenheit zu. Also nicht nur wir entziehen die Feuchtigkeit, sondern wir führen Trockenheit hinzu. Wir bringen Licht hinein und wir machen es ein bisschen, wir bringen frischen Wind hinein. Und dann hat der Pilz keine Angriffsfläche mehr. Und so, glaube ich, können wir auch das Tagebuch verstehen. Ja, wir zielen nicht auf schnelle Effekte ab, nicht auf Symptombehandlung, sondern wir schaffen unserer Seele einen Nährboden, wo es Licht gibt, wo es Kraft gibt. Und meine Theorie ist auch, und das so ein bisschen zu eurer Angst, was, wenn ich mich da stelle, was, wenn ich mir selbst begegne. Ja, das Tagebuchschreiben, es geht nicht um ein Ausmisten vordergründig, sondern das Ausmisten passiert ganz von selbst, wenn wir mehr vom Guten, mehr von dem, was uns wirklich gut tut, hereinholen in unser Leben. Dann macht das andere sowieso Platz. Wenn ich
Klarheit in mein Leben hole, dann weichen früher oder später die Menschen, die Umstände, die mich dauernd verwirren. Und wenn ich frohe Gedanken in mein Leben hole, dann weichen manchmal diese Art von negativen Gedanken, die sich einfach nur in Vakuum setzen. Das Blöde bei so schlechten Gefühlen und schlechten Gedanken ist, wir können das oft nicht unterscheiden, welche sind begründet, was müssen wir jetzt wirklich auch in Therapie oder wo auch immer anschauen und was setzt sich einfach nur als Gewohnheit rein, weil da sonst nichts anderes gerade ist, dann kommt halt der Gatsch hinein. Also wenn es regnet in den Schlaglöchern, da fließt dann halt der Gatsch, also der Schlamm hinein. Aber was, wenn wir in all diese Löcher vorher schon, keine Ahnung, Schokolade füllen würden oder frische Erde und dann gleich Grassamen, ja, sodass das sprießt und dann hat dieser Regen und dieser Schlamm nicht mehr so eine Chance. Und so ist für mich die Herangehensweise am Tagebuch, ja, wo ich nicht Symptome behandle, sondern immer mehr diesen Nährboden kultiviere. Und Nährboden, jetzt habe ich gesagt, das Gute, das Helle, die positiven Gedanken, aber mir ist etwas noch viel wichtiger und da habe ich ich glaube, es ist japanisch, ein Wort für euch und das heißt Kakorokara. Kakorokara, das ist die Aufrichtigkeit, die Fähigkeit, vor mir selbst aufrichtig zu sein und diese Haltung, alles, was jetzt wahrhaftig, Wahrhaftigkeit ist da auch ein Wort, das ich sehr mag, wahrhaftig aus mir herauskommt, um das geht's. Und das ist manchmal nicht schön und das ist manchmal nicht gut. Aber es ist das Tagebuch, mein Resonanzraum, in dem ich meine Wahrhaftigkeit deponieren darf. Und dann kann ich sie betrachten. Und in dem Moment, wo ich sie ausgesprochen oder niedergeschrieben habe, bin ich schon wieder eine andere. Ich bin schon wieder die, die das aufgeschrieben hat. Und meistens ist das ein gutes Gefühl. Das ist eine spezielle Art von gut. Nicht happy peppy, so wie wir sagen, ja, so in Wien, sondern, oder wir sagen in Wien happy peppy. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Also nicht talalalala, sondern das Gefühl der Geborgenheit, das Gefühl, so sein zu dürfen, wie man sein will. Du darfst. Um dieses Gefühl geht es mir. Das nenne ich ein Lichtgefühl. Ja, und das dritte, der dritte Irrglaube für mich ist, oder was uns, es ist schon schön, es hat seine Berechtigung, aber was uns ein bisschen in eine falsche Richtung bringen kann, ist die Idee, dass Tagebücher Speichermedien sind. Dass es darum geht, sein ganzes Leben in Tagebüchern abzubilden, all diese Tagebücher aufzuheben und am Ende des Lebens, also so in der Theorie, mit 85, wenn man dann überhaupt noch was sieht, kann man dann beginnen, das ganze Leben nachzulesen und dann wird man sein ganzes Leben noch einmal spüren. Das braucht ihr nicht, weil, also egal wie man zu Nahtoderlebnissen und zu dem, was nach dem Tod kommt, steht, eins verspreche ich euch und das bestätigen sogar die vollkommen atheistischen Neurowissenschaftler. Einmal kriegt ihr diesen ganzen Film. Und zwar, während ihr sterbt. Ihr braucht die Bücher nicht lesen. Ihr kriegt den Film und ihr kriegt ihn so viel mehr in 3D und bunt und mit allem Verständnis und mit allen Subtexten und mit allem, was ihr nicht einmal aufgeschrieben habt. Ihr kriegt viel mehr, als ihr in euren Tagebüchern jemals speichern könntet. Also ihr müsst nicht Tagebuch schreiben, um euer Leben letztendlich zu erinnern. Aber ihr könnt natürlich. Und es gibt viele hier im Raum, ich weiß es, auch aus Erzählungen von euch, denen das gut tut und die das lieben, dann macht bitte weiter. Aber habt nicht diesen Anspruch. Das Tagebuch kann auch was ganz anderes sein. Es kann einfach ein Lebensbegleiter sein und es kann, also für mich ist es kein Speichermedium, sondern ein Belebungsmedium. Ja, so wie diese in den Sprudelflaschen, diese Sprudelpatronen. Ja, im Tagebuch kann ich mir immer ein bisschen Blubber wieder in mein Leben holen. Und unter diesen Prämissen können wir uns jetzt euren Ängsten nochmal stellen. Ja? Dieser Angst, ich habe keine Zeit oder den Hindernissen, kann ich nur sagen, ja, ihr habt recht, ja? Tagebuchschreiben braucht Zeit. Aber eine andere Qualität von Zeit, als ihr vielleicht denkt. Tagebuchschreiben braucht nicht jeden Montag 10 Minuten oder jeden Tag 30 Minuten, sondern Tagebuch braucht immer wieder Räume, die ihr schafft. Und das kann auch mal ein ganzer Samstag sein. Oder das kann sein, immer wenn ihr das Bedürfnis habt, dann nehmt ihr euch mal wieder eine Stunde. Und in dieser Stunde tobt ihr euch schreibend aus. Und meine Erfahrung ist, es ist oft leichter,
sich immer wieder größere Zeitblöcke zu schaffen, als sich ständig kleine Zeitblöcke zu schaffen oder gar darauf zu warten, dass diese kleinen Zeitfenster dazwischen von selbst aufgehen. Ja, ich finde es viel schwieriger, sich immer wieder 5 Minuten Zeitfenster zu schaffen, als sich immer wieder größere Zeitfenster zu schaffen. Eine halbe Stunde kann ich mir viel leichter freinehmen als 5 Minuten, weil oft liegt es gar nicht an dieser Zeit, sondern an der inneren Einstellung, auch an dem, wer bin ich gerade. Und für 5 Minuten schnell mal Tagebuchschreiberin zu sein, wo man davor E-Mail-Beantworterin und danach Köchin sein muss, dass dieser Wechsel finde ich wahnsinnig schwierig. Viel leichter finde ich es, jetzt Tagebuchschreiberin zu sein und diesen Zustand dann auch auszukosten. Zu der Frage, was bringt denn das, kann ich euch nur sagen, es bringt viel. Und genau das könnte das Problem sein, dass ihr merkt, es bringt zu viel. Ja, so wie manche geschrieben haben. Ich habe Angst, dann zu erkennen, dass mein ganzes Leben irgendwie falsch aufgesetzt ist. Ja, das kann passieren. Aber gleichzeitig, ihr müsst nicht so eine Angst davor haben, weil es passiert nicht mit der Brechstange. Ich verwende in dem Zusammenhang gern, ich kenne das aus der Trauer, wer Vorträge von mir schon gehört hat, kennt das vielleicht schon, dieses duale Trauermodell, wo man auf 2 Inseln parallel funktioniert. Ja, oder die Seele zwischen 2 Inseln immer hin und her hüpft. Und die eine Insel bei der Trauer ist die Trauerbewältigung, das Erinnern, das Weinen, das Ausruhen, all das nach innen Gewandte. Und die andere Insel ist diese Alltagsbewältigung, ja? Aufräumen, Formulare ausfüllen, aber auch dieser Aufbau des Lebens danach. Und ein guter Trauerprozess, sagt man, verläuft so, dass man immer wendiger zwischen diesen beiden Inseln hin und her gehen kann. Und so, glaube ich, funktioniert es auch mit Lebensveränderungen. Wir haben die eine Insel, wo wir uns um unsere Seele und diesen grundsätzlichen Seelenweg kümmern. Und wir haben die andere Insel, wo wir einfach im Leben bestehen und auch dieses Leben, so wie wir sind, auch mit allen Masken, die wir noch brauchen, führen. Und das kann parallel existieren, lange, lange. Und nach und nach verändert sich es nur ein bisschen, nicht viel. Und manchmal gibt es dann große Veränderungen, die wir meistens gar nicht selber machen, sondern die dann eher passieren oder einfach dann plötzlich ganz leicht funktionieren, weil alles reif ist, wo dann die Groschen nur so fallen, so wie in Las Vegas, wenn man plötzlich den Jackpot geknackt hat. Aber ihr dürft darauf vertrauen, eure Seele kann das. Auch eine Liedzeile von Christine Kane: Fear not the trials of love, your heart is made well. Das Herz ist stabil, hält mehr aus, als ihr glaubt. Und auch eure Seele, your soul is made well, die kann das. Ja, ihr habt es euch alle schon viele Jahre in eurem Leben bewiesen, denn ihr seid euren innersten Träumen und eurem innersten Selbst treu geblieben. Und trotzdem habt ihr funktioniert in einer Welt, die vielfach feindlich eingestellt ist oder nicht so begünstigend, sage ich mal, ja, für eure große Selbstverwirklichung. Und das könnt ihr ruhig weitermachen und trotzdem gilt es einfach oder ist die Möglichkeit im Tagebuch, diese, was es wirklich bringt, den Kontakt zu uns selbst, zu unserer Seele, einfach zu pflegen. Ja, und das Letzte, die Angst, dass das entdeckt wird, ja, auch die ist real. Und ich könnte euch zu all dem jetzt so Quick Fixes, ja, so schnelle Tipps geben, ja, zur Zeit, wie nimmt man sich Zeit oder was bringt es, Techniken, wie man sich schnell in Laune hebt oder so. Und auch bei der Angst, ja, es gibt viele Techniken, die ich euch geben kann, die euch schützen können, ja, sei es vom Privatsafe hin zu immer wieder mit schwarzem Acrylfarbe einschmieren oder schwarz auf schwarz schreiben oder so oder auch einfach zukleben, mit Leimen die Seiten am Ende und vorne rein einen Beipackzettel legen, wo man einen kleinen Begleitbrief dazu schreibt. Erstens, ich möchte nicht, dass du das liest. Zweitens, das sind nur Ausschnitte aus meinem Leben und es ist nicht die Wahrheit, nicht die allgemeingültige Wahrheit. Also da gibt es viele Ideen, die sammeln wir oft auch in Workshops. Vielleicht können wir das auch mal im Tagebuchkurs machen. Aber letztendlich geht es darum, nicht nur sich zu schützen, dass die falschen Menschen das lesen, sondern ja, irgendwann wirst du gesehen werden und dann wirst du sagen, Gott sei Dank, weil du mit Dingen gesehen wirst, für die du gesehen werden willst und weil du von den richtigen Menschen gesehen wirst, zum Beispiel in dieser Gruppe, zum Beispiel im Austausch, der stattfinden wird. Es wird eine Art von Schwesternschaft entstehen und du wirst dich freuen, dass die Menschen, die dich sehen sollen, weil sie dich verstehen und weil sie dich schon sehen, bevor du das erste Wort gesagt hast, dass die dich sehen. Also das sind ein paar Ideen zu, was die eigentlichen Probleme hinter den vordergründigen Problemen und Ängsten sind. Wenn ihr jetzt Lust hättet, gleich loszulegen, ja, dann
dann würde ich euch, ich gebe euch noch kurz ein paar Ausblicke, weil ich habe das noch geschrieben, was möglich wäre, wenn du täglich 10 Minuten schreibst. Ich bereue jetzt diesen Satz schon fast. Das wirkt jetzt so, als wollte ich euch dazu bringen, dass ihr täglich 10 Minuten schreibt. Ihr habt schon mitbekommen, das tue ich nicht. Aber was möglich sein könnte, wenn du immer wenn dann schreibst, das könnte wirklich passieren, dass die Gespräche mit deiner besten Freundin eine andere Qualität bekommen, dass sie nicht mehr Gespräche sind oder nicht mehr so oft, sondern schon die nächste Etappe der Gespräche. So wie meine Kollegin in der Poesietherapie, die Heidi, hat gesagt in einem Sequenz einmal, wisst ihr, ich sage euch was, das Schreiben ist schon schön, aber noch schöner ist das Reden nach dem Schreiben. Und diese Qualität von Gesprächen, dass ihr das erlebt mit euren Freundinnen, mit euren Partnerinnen. Und es könnte passieren, dass sich Träume in eurem Leben wirklich verwirklichen. Es könnte aber auch sein, dass die Träume, die sich verwirklichen, andere sind, als ihr jetzt gerade glaubt, dass ihr für Träume habt. Mein Verleger hat mir kürzlich mal die Frage gestellt bei einer Sache, wo ich mir sage, ich will das unbedingt, hat er gesagt, ich weiß jetzt bei Ihnen nicht, ist das ein Traum oder ist das Ehrgeiz? Und ich liebe diese Frage. Ich meditiere ständig darüber. Für mich, mein Hinweis im Moment ist, wenn ich einen Ehrgeiz habe, dann erfülle ich es mir einmal, beweise mir, dass ich es kann und danach verliere ich das Interesse. Ich glaube, bei Träumen erfüllt man sich und wenn man es kann, will man immer mehr machen. Das ist im Moment meine Antwort darauf. Und so konnte ich ihm sagen, bei dem, wo ich mich an ihn gewendet habe, ist es ein Traum, weil ich träume davon, biografische Bücher zu lektorieren. Und da traue ich mich noch nicht ganz so drüber. Also zum Begleiten und zum Impuls geben und zum Ermutigen schon, aber das Lektorieren wird jetzt immer größer und er wird mich da jetzt auch begleiten und eine Kollegin, eine befreundete Lektorin. Also so, ja, dieser Traum ist aber neu, der ist gewachsen. Also es kann sein, dass sich bei euch auch noch andere Träume zeigen oder dass eben Träume, die nur Ehrgeize sind, einfach abfallen und anderen Träumen Raum machen. Es kann passieren, ich sage es jetzt wirklich mit einem großen Wort, dass ihr Liebe erfahrt. Liebe von euch selbst, aber eben auch Liebe von anderen Menschen, dass in euren Dunstkreis plötzlich Menschen kommen, die euch wirklich hören und verstehen und euch lieben. Aus dem heraus, was ihr zu geben, zu sagen, zu erzählen habt. Und es kann sein, dass ihr, jetzt gehen wir nochmal aufs Bett dann mit 85 oder 90 oder wie alt wir halt werden, 100, dass ihr dann wirklich sagen könnt, ja, das alles war mein Leben. Aber nicht, weil ihr eure Bücher alle liest, sondern weil ihr wisst, ihr habt euer Leben gelebt. Und es war begleitet von diesem, wie nenne ich es jetzt, nicht Werkzeug, nicht Freund, also von diesem Tagebuch. Ja? Ihr habt ein Leben in Begleitung des Schreibens eures Tagebuchs gehabt und ihr habt euer Leben geführt mit allem, was dazugehört. Und was noch passieren könnte, ist, dass ihr, wenn ihr wieder mal merkt, es kriselt, außen oder innen, nicht sagt, ah, nicht schon wieder, sondern dass ihr irgendwas in euch sagt, hurra, ich habe wieder Stoff zum Schreiben. Ich habe wieder Stoff, um mit Hilfe des Schreibens zu neuen Aspekten vorzudringen, meiner Psyche. Und letztendlich könnte sogar passieren, dass es irgendwo in einem Bücherregal nicht nur ein Fach mit fremden Büchern gibt, sondern mit euren eigenen Büchern, wie auch immer, ja, über Verlage oder selbst verlegt oder einfach handbeschrieben. Ein Regalfach für euch. Ja, und dass ihr eine Lade braucht, eine zusätzliche für eure Stifte und dass ihr vielleicht einmal in der Woche öfter aufräumen müsst, weil ihr alle Tagebücher, die verstreut liegen, wieder einsammeln müsst. Also, da spreche ich aus Erfahrung. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar kleinen Quickies. Ja, und einfach, wenn das Webinar aus ist und ihr setzt euch hin und ihr braucht nur eine Minute und ihr schreibt einfach einen einzigen Satz, der jetzt gerade für euch stimmig ist. Und ihr schreibt diesen Satz auf ein Papier. Entweder ihr schreibt ihn so groß und schön, dass ihr ihn nachher auf die Kühlschranktür heften könnt. Nur für heute, weil morgen ist es vielleicht ein anderer. Oder ihr schreibt ihn bewusst ganz hässlich, sodass ihr ihn gar nicht schön haben wollt, sondern nur wahrhaftig haben wollt. Und ihr schreibt ihn vielleicht 5-mal übereinander, sodass man ihn gar nicht mehr lesen kann. Und ihr dreht das Blatt immer wieder und ihr schreibt ihn immer wieder, sodass der Anspruch auf ein Werk gleich mal verloren geht. Und es geht nicht um den Satz und es geht nicht darum, um das Werk, sondern es geht um das Gefühl, wie es sich anfühlt, nachdem man etwas vor sich selbst ausgesprochen hat, das sich jetzt gerade stimmig anfühlt. Um dieses Gefühl geht's. Und euer Körper merkt sich dieses Gefühl und er wird es in ganz vielen anderen Lebenssituationen auch finden wollen.
Ihr werdet auch schreiben, wenn ihr gerade nicht schreibt, wenn das Schreiben bedeutet. Womit ihr auch spielen könnt, was ihr auch probieren könnt, ist einfach mal 10 Minuten zu schreiben, ohne irgendwas zu wollen. Neugierig zu sein auf den Stift, was euch der erzählt. Ich habe als Kind gerne mit so einer Zaubertinte geschrieben und diese Zaubertinte war Zitronensaft. Und mit der konnte ich schreiben und dann musste meine Mama mit dem Bügeleisen drüber fahren und dann ist das sichtbar geworden. Und so stelle ich mir das Schreiben oft vor. Es steht schon alles da und da, wo ich es mit dem Kugelschreiber mein Blatt berühre, da mache ich es sichtbar. Also in dieser Haltung einfach mal 10 Minuten zu schreiben und erst und danach einfach nur die paar schönsten Wörter oder den einen Satz, der euch gefällt, den ihr am Anfang des Schreibens noch nicht kennt, zu unterstreichen oder ihn nochmal rauszuschreiben. Oder am Ende einen kleinen Vierzeiler, also so ein Mini-Gedicht mit 4 Zeilen. Gedichte müssen sich nicht reimen, sondern einfach nur so einen kleinen 4-zeiligen Text zu schreiben. Was lernt ihr da? Einerseits das Gefühl zu kennen, ins Ungewisse hineinzuschreiben und dem Stift zu vertrauen und auch zu erfahren, dass Schreiben nicht immer nur eine Etappe beinhaltet, sondern dass Schreiben ein Prozess ist, der aus mehreren Schritten bestehen kann und das Sichten von Material, das einfach losschreiben kann, einmal eine Etappe sein. Und dieser Etappe können andere Etappen folgen. Gespräche, Verdichtungen, Pausen, ein Weiterschreiben am nächsten Tag oder ein nochmal neu ansetzen. Also nicht weiterschreiben in diesem linearen Sinn, sondern nochmal neu ansetzen. Immer wieder neu ansetzen. Und das, was geschah, mitnehmen in den nächsten Schritt. Das wäre auch so eine Grund-, so eine Basisübung des Schreibens. Und dann das Dritte, was ihr immer wieder machen könnt, ist ein Blatt Papier zu nehmen und nicht in diesem Format zu nehmen, sondern es umzudrehen. Für mich ist das die wichtigste Handbewegung. Und wenn mich der Robert Lemke seinerzeit eingeladen hätte zu Was bin ich? Dann hätte ich diese Bewegung gemacht. Meine Hauptbewegung beruflich. Das Blatt Papier aus dem Aufsatzgefühl wegzunehmen und ins Querformat hin zum Format, in dem ich erst einmal gedankenlose verteilen darf, in dem ich keinen Aufsatz schreibe, sondern erstmal, weil viele von euch haben auch geschrieben, ich habe so viel im Kopf und ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Oder ich beginne mit was und dann kommen mir 1000 andere Ideen, die mich ablenken. Also entweder im Querformat einfach mal alles verstreuen und sich erst danach vielleicht für etwas zu entscheiden, entweder für eine Sache, die man schreiben will, oder mit Buntstift Dinge zueinander ordnen, so wie ich jetzt mit euren Antworten auf meine Frage gemacht habe, sie in Pakete zu verpacken. Dann kriegt man einen viel besseren Überblick. So kann unser Hirn viel besser nachdenken. Weil dieses Viele aus Erfahrung sind es in Wirklichkeit meistens nur 3 bis 5 bis maximal 7 Kerninhalte, mit denen unser Hirn beschäftigt ist, auch wenn es 1000 Gedanken sind. Also das als eine Möglichkeit, das Querformat zuerst oder auch, wenn ich etwas schreibe, daneben einen zweiten Zettel liegen zu haben, wo ich das alles notiere. So meine Blitzlichtschublade oder mein Blitzlichtdepot. Ja, aber dieses vom Hochformat ins Querformat. Erst alles, dann eines. Erst alles, dann ordnen, dann eines. Das sind so meine drei größten Quickies. Einen habe ich mir noch aufgehoben, aber jetzt erzähle ich euch noch ganz schnell, einfach ich spreche es nochmal an, diesen Kurs, eben wenn ihr Lust habt mitzumachen, diesen Kurs Tagebuch mit Sommersprossen. Ich schicke euch per Mail dann noch den Anmelde-Link und das Wichtigste ist mir, ich hoffe, ihr wisst das alle schon. Also ich hoffe, weiß nicht, ob ihr wisst, dass es diesen Kurs gibt. Es ist ein Kurs, der über 20 Wochen geht, der nächsten Donnerstag beginnt. Das Basispaket ist, dass es jeden Donnerstag einen Schreibimpuls gibt und das sind wirklich Quickies, ja? Also die sind völlig unaufwendig. Ihr braucht nicht viel Zeit, ihr müsst sie nicht mal machen, ich schwöre es euch. Ich sage euch, von diesen Schreibbüchern, die ich gelesen habe, wirklich gemacht an Übungen habe ich wahrscheinlich 0,1%. Aber die meisten Übungen, Heike, ich lese eine Frage, ich beantworte sie gleich, die meisten Übungen reicht, wenn man sie einfach gelesen hat. Dann hat man sie eh schon gemacht im Hirn. Ihr müsst sie nicht machen. Aber ihr könnt euch dann die Audiolektion anhören und den Hintergrund, den tieferen verstehen. Vielleicht habt ihr danach Lust, die Übung zu machen. Und natürlich, sie zu machen ist schon immer gut auch, ja, weil jede Übung hat eine Qualität, die man besser versteht, wenn man es wirklich ausprobiert hat und wenn man beim Ausprobieren auch lernt gegen diese Widerstände oder was ist denn das für eine doofe Übung, was soll denn das bringen, wenn man sich darauf einlässt.
und neugierig bleibt. Letztendlich ist das Machen von Übungen immer eine Schulung und eine Übung in neugierig bleiben und sich überraschen lassen. Also Übungen, Audiolektionen, die den Hintergrund so einer Übung beleuchten. Und was es noch dazu gibt, ist jetzt eben bei diesem Durchgang neu, einmal im Monat den Austausch in der Gruppe. Also insgesamt, glaube ich, 5-mal oder 6-mal. Wir haben am Mittwoch schon einen Start-Call jetzt, bevor der Impuls am Donnerstag kommt. Dann die Woche drauf gleich wieder. Dann, glaube ich, nach 3 Wochen und dann alle 4 Wochen. Es gibt Termine immer am Mittwochabend. Da macht meine liebe Kollegin, die Simone Förster, die ist jetzt mittlerweile schon eine ganz geübte Moderatorin meiner Schreibgruppen. Die wird, letztendlich wird nicht viel anderes passieren, aber das klingt jetzt so wenig, aber es ist ganz viel. Also euch zu begrüßen, euch einzusammeln und euch in 2er- oder 3er- oder 4er-Gruppen zu schicken, je nachdem, wie ihr das wollt, das werden wir noch schauen, zum Austausch. Und ihr werdet eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit haben, euch auszutauschen. Das Schöne ist der Luxus, ihr tauscht euch aus mit Menschen, die die gleichen Impulse bekommen haben wie ihr, die irgendeine Art von Zugang zum Schreiben haben. Und das sind jedes Mal andere Menschen und ihr werdet eine Fülle von Menschen kennenlernen. Und natürlich dürft ihr dann Kontakte austauschen und dürft auch in Kontakt bleiben, wenn ihr euch spontan verliebt. Sowas gibt es ja auch. Ihr dürft aber auch Nein sagen, wenn euch jemand fragt, da kriegt ihr auch noch Hinweise. Also ihr müsst auch nicht auf alles Ja sagen, sondern es gibt 1000 Gründe, warum man gerade nicht vertiefen will, sondern warum man sagt, ich will nur Mittwochabends, das passt für mich total gut und das reicht mir. Genau, und was es dann noch dazu gibt, weil wir jetzt gerade wieder in so einer speziellen Zeit sind, ist mir ein Anliegen, einfach auch immer quasi tagesaktuelle Impulse, kleine Videos, Inspirationsvideos zu geben, wo ich dieser tiefen Dimension dieser Übungen noch ein bisschen mehr auf den Grund gehe und sage, was könnte das jetzt gerade bedeuten, abseits des Schreibens auch für unser Leben und für die Zeitqualität, in der wir sind. Das kommt. Genau. Ah, danke, dass ihr euch selber helft. Die Heike hat nämlich gefragt, was war mein erster Tipp? Es ging um einen Satz. Genau. Es geht darum, oder es war so eine Idee nach dem Webinar, euch irgendwann heute noch hinzusetzen, gleich danach oder später und einen einzigen Satz aus dieser Haltung der Aufrichtigkeit und der Wahrhaftigkeit zu schreiben. Welcher Satz ist jetzt gerade stimmig für mich? Und nur zu beobachten, wie fühlt sich euer Körper, eure Muskeln, euer Herz, nachdem ihr diesen Satz geschrieben habt, wenn ihr ihn in Händen haltet. Darum ging es, Heike. Ja, soweit der Kurs. 20 Wochen anmelden, den Link bekommt ihr. Und ja, ich frage jetzt gar nicht, was er kostet, weil ich weiß es nicht. Also so, ich habe mir einen Richtwert überlegt, der ist 240 Euro. Und ich habe aber schon zu Beginn, wie der Lockdown Light angefangen hat und wie ich gemerkt habe, es wird wieder kritisch und ich weiß einfach, wie viele Menschen es momentan finanziell eng haben, ich auch. Und ich weiß, dass man vieles einfach wirklich von Herzen möchte und sich gerade im Moment nicht leisten kann. Und deshalb habe ich es freigegeben zu einer freiwilligen Bezahlfunktion. Und ich sage bewusst nicht, du kannst zahlen, was es dir wert ist, sondern du kannst zahlen, was du dir leisten kannst. Weil ich weiß von meinen Teilnehmerinnen, dass ihnen meine Arbeit viel wert ist. Und ich weiß, dass euch das, was wir hier erleben, viel wert ist, sonst wärt ihr nicht immer noch hier. Und ich werde euren Betrag nicht messen in Wertigkeit. Wenn ihr mir 30 Euro gebt, werde ich nicht sagen, was, da bin ich nur 30 Euro wert, sondern ich werde wissen, hey, diese Frau hat gerade nicht viel Geld und die gibt mir von diesem wenigen Geld 30 Euro. Danke. Und wenn ihr 240 Euro leicht erübrigen könnt, weil ihr sowieso euer Gehalt kriegt oder so und es habt, dann bin ich natürlich froh, weil ich freue mich im Moment auch über jedes Geld, das ich haben kann, um meine Fixkosten zu bestreiten. Also so irgendwo in dem Bereich. Und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Und dann seid ihr trotzdem ein gleichwertiges Mitglied dieser Schwesternschaft und dieser Gruppe, die jetzt über 4 Monate gemeinsam Dinge erlebt. Und ihr müsst auch nicht zu diesen Mittwoch-Calls kommen. Ah ja, das noch, es gibt immer Mittwochabend diese Gruppentreffen. Und ich habe jetzt eine zweite Schiene eingezogen, weil mir manche geschrieben haben, ich habe einfach abends keine Zeit. Ich mache mittwochs immer von 9 bis 10 eine Gruppe. Also auch immer einmal im Monat. An den gleichen Tagen, wie die Abendtermine sind, gibt es am Vormittag eben auch eine Gruppe. Wahrscheinlich wird sie kleiner sein, weil doch viele vormittags arbeiten und auch zu der seid ihr eingeladen. Ihr könnt auch beides machen. Ihr könnt auch mittags und abends kommen. Es sind nur eben immer maximal 100 Plätze. Aber das, glaube ich, werden wir hinkriegen. Ja, wenn wir viel zu viele sind, dann machen wir noch einen anderen Zeitpunkt auf. Daran soll es nicht scheitern. Genau, soweit. Und ja, vielleicht die einzige Hürde, die euch jetzt noch abhalten kann, ist, muss ich, wenn ich jetzt sage, ja, muss ich? Nein, du musst, Punkt, nichts, Punkt, und du, Punkt, darfst,
Punkt. Jederzeit. Du darfst auch in Woche 17 neu dazukommen, auch wenn du bis dahin nichts gemacht hast. Du darfst auch zu einem Mittwochtreffen kommen, wenn du die ganze Woche nicht geschrieben hast. Ja? Alles, alles gut. Ihr werdet genug Stoff zum Reden haben. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja, und was ich mir wünsche, was ich aus euch mache in diesen 20 Wochen, ist Schreibmenschen. Und Schreibmenschen sind für mich so Menschen, vielleicht kennt ihr andere Typologien von Menschen, so für mich gibt es die Yoga-Menschen, also meine Nachbarin zum Beispiel, diese Yoga-Mensch, ja, die hat immer diese langen fließenden Hosen an, hat ungefähr 37 Kilo, lange blonde Haare, wahnsinnig schön, die ist so schön und so dehnbar und so biegsam und ich liebe sie. Aber ich bin kein Yoga-Mensch, ich schaffe es einfach nicht. Und es gibt auch diese Wandermenschen, die haben immer diese roten Wangen und so, aha. Und dann gibt es die Hausfrauen, ja, die so richtig gern putzen und kochen. Und dann gibt es auch so, für mich gibt es auch andere Menschen, die sind so Erscheinungen. Kennt ihr das auf der Straße? Diese Menschen, die so gut riechen und immer perfekt geschminkt sind. Aber nicht so maskiert, sondern die das wirklich sind. Die sind so wirklich eine Erscheinung. Also ich finde es so toll, dass es so so Menschen gibt. Ich bin die alle nicht so. Aber was ich bin, ist ein Schreibmensch. Und ich kenne sehr viele Schreibmenschen und das ist für mich so eine eigene Kategorie, wobei ich jetzt uns auch nicht in Schubladen tun will, weil zum Beispiel eine Kollegin von mir schreibt sehr lang, sehr viel und sehr gut und gibt Schreibkurse und ist gleichzeitig Yogi und wandert total gern. Also das kann sich ja alles vermischen. So, aber ich bin eben vor allem ein Schreibmensch und Clown bin ich auch noch und Lehrerin bin ich auch noch. So. Ich glaube, jetzt schaue ich einmal, wie das eigentlich ist mit unserer Zeit. Schau, ich habe die ganze Zeit nicht auf die Uhr geschaut, aber ich bin gerade ganz, ganz stolz, dass es ziemlich genau in der Zeit ist, die ich mir vorgenommen habe. Ja, jetzt schauen wir mal, ich würde jetzt gern den Raum noch ein bisschen öffnen für Fragen und deshalb würde ich euch jetzt gern, schaltet euch ruhig ein mit Mikro, wenn ihr Fragen habt und sie mündlich stellen wollt oder ihr schreibt in den Chat. Schauen wir mal, ich versuche auch parallel jetzt mal auf Facebook zu schauen. Hallo ihr lieben Facebooker, ich habe euch leider nicht die ganze Zeit groß gehabt, weil ich aus Datenschutzgründen, ich wollte mich die ganze Zeit gleich groß halten, um es dann als Video mich selbst auf einem Bildschirm machen zu können. Aber ja, schaut mal, schreibt mal in den Chat, wenn ihr Fragen habt noch. Da schreibt die Sigrid, schreibt, Schokolade schmeckt mir nicht. Lieber Vanillecreme. Ja, voll und ganz. Sucht euch aus, was ihr wollt. Ich bin auch nicht so der Schokoladefreak. Bei mir sind es eher die Tortilla-Chips. Nachos. So. Ui, du darfst es glauben. Denken und Nachsinnen ist Schreiben im Kopf. Ja. Voll und ganz. Es gibt Menschen, die haben nie in ihrem Leben ein Wort geschrieben und sind Autoren und sind Schreibmenschen. Ja. Und andererseits, Schreiben ist sichtbar gemachtes Denken. Schreiben ist eine Art, über das eigene Denken nachdenken und nachfühlen zu können. Deshalb schreibe ich es sehr gern auf, damit nicht alles unsichtbar im Kopf ist und damit ich langsamer denken. Schreiben ist eine Möglichkeit, das Denken zu verlangsamen. Dazu fällt mir ein, ich habe eine Frage bekommen im Vorfeld. Ich weiß nicht, ob du da bist, du liebe Frau, die mir die Frage gestellt hat. Da ging es ein bisschen um Computerschreiben und um Handschreiben. Sie hat geschrieben, ich schreibe am Computer so viel leichter, so viel unaufwendiger, auch so viel schneller. Ich habe das Gefühl, ich kann meinen Gedanken mehr in Echtzeit folgen, wenn ich am Computer schreibe. Was könnte es für mich bringen, das Handschreiben wieder zu pflegen? Ja, ein Aspekt ist sicher die Verlangsamung. Und es kann Sinn machen, zu verlangsamen. Ich gebe jetzt keine ganz schlüssige Antwort, keine vollständige, weil dazu gibt es erstens eine Lektion im Kurs und zweitens möchte ich dazu nochmal ein eigenes Video aufnehmen. Aber Handschrift ist auch eine Möglichkeit, sich zu befreien vom Perfektionsanspruch, weil Handschrift wird nie so schön sein wie die am Computer. Handschrift verbraucht viel mehr Kalorien an alle Vanillecreme- und Schokoladenliebhaberinnen unter uns. Ich schwöre, bei meinen Kursen, wir essen wahnsinnig viel zu Mittag und am Abend und zum Frühstück und noch nie hat jemand zugenommen. Und in meiner Poesietherapie haben wir alle abgenommen, obwohl wir so viel gegessen haben wie sonst nie in unserem Leben. Ja? Also schreiben mit der Hand
verbraucht wahnsinnig viele Kalorien. Schreiben mit der Hand regt unseren motorischen und sensorischen Kortex viel mehr an. Das heißt, es kommen uns beim Schreiben andere Bilder, wir schreiben anders, auch inhaltlich, und wir erinnern uns besser. Das sind alles, also unter anderem Gründe für das Schreiben mit der Hand, wobei ich auch gerne am Computer schreibe. Also ich habe auch gewisse Projekte, die ich am Computer schreibe. Übrigens, schaut euch auf Facebook oder dann, ich schicke dann auch per Newsletter. Ich habe einen YouTube-Link, vielleicht schicke ich euch den Link noch, wo ich diese Tagebuch-Live-Serie, die ich gerade mache, da lasse ich euch täglich in eine Kategorie meiner Tagebücher schauen. Da werde ich auch ein Beispiel, also eine Kategorie machen meiner Tagebücher, die ich am Computer führe. Da habe ich nämlich auch einige. Also ich schließe den Computer nicht an. So, mal schauen, da schreibt jemand, ich schreibe momentan über ein großes Thema, eher nicht Tagebuch, mehr so Memoir-Stil. Passt dann der Tagebuchkurs dennoch? Anja, ja, er wird dich vielleicht in deinem Projekt jetzt nicht unbedingt weiterbringen, wenn du das Gefühl hast, der lenkt dich ab von deinem Projekt. Und es gibt ja dieses, wo man dann ganz viele andere Kurse macht, weil man einfach gerade sich drücken will vor dem Projekt oder sich es nicht zutraut. Oder ich habe den schönen Satz kürzlich gehört, I'd rather quit than fail. Also ich würde es lieber mir andere Ausreden suchen und es nicht machen, als zu scheitern. Ja, wenn du das Gefühl hast, du schreibst an deinem Memoir-Projekt und hast Angst zu scheitern und würdest dann quasi den Umweg machen über den Tagebuchkurs, dann mach's nicht. Ich verbiete dir, das jetzt zu machen, Anja. Aber sonst kannst du dich bereichern, weil es dir einfach andere Zugänge bringt und weil es dein Schreiben vielleicht befreit und erleichtert. Also ich habe einige Teilnehmer im Kurs, die an größeren Projekten auch arbeiten und die sagen, es hat einfach ihren gesamten Schreibstil erfrischt und durchlüftet und freier gemacht. Und das zu einer Voraussetzung kann dir der Kurs auf jeden Fall was bringen. Ja, ich schaue jetzt nochmal in den Chat, ob es da noch was anderes gibt, was ich, wo Fragen waren. So, ich glaube nicht. Finde ich gerade keine, sonst tippt es bitte nochmal neu ein. Und ja, was ihr auch im Zoom-Call dann immer machen könnt, ihr könnt da auch am Ende, die Simone fragt euch dann auch immer, ob es was gibt, Fragen, die ihr mir ausrichten sollt. Oder sie sammelt dann auch, sie schreibt das dann mit. Und das können wir auch dann im Rahmen des Kurses, also dazu gibt es dann auch diese Videos, dass ich diese Fragen dann beantworten kann. Es ist jetzt nicht die einzige Chance, mir Fragen zu stellen. So, ich glaube, ich sollte an meiner Masterarbeit schreiben, bringt der Kurs dann auch etwas. Ha, lenke ich mich nicht wieder mehr ab, was ja so meine Spezialität ist. Genau so. Also da musst du in dich selber reinhorchen. Wenn du jetzt eine Masterarbeit schreibst, wo du merkst, du würdest dich lieber drücken, und wenn du eine klare klare Deadline hast, würde ich sagen, mach jetzt zuerst mal deine Masterarbeit. Ich weiß jetzt nicht, magst du mir kurz reinschreiben in den Chat, wann deine Deadline ist, wann du fertig sein sollst? Weil vielleicht kannst du dir trotzdem dich für den Kurs anmelden und dir sowas wie einen Belohnungsvertrag schreiben. Hast du nicht? Oje. Na gut, also dann funktioniert das mit dem Belohnungsvertrag vielleicht nicht. Aber du könntest auch sagen, immer wenn du mit der Masterarbeit so viele Seiten geschrieben hast, darfst du dir wieder einen Schreibimpuls gönnen zwischendurch. Aber seid da wirklich vorsichtig. Ja? Lasst euch nicht von meinem Kurs ablenken, von anderen Schreibprojekten. Gibt es den Kurs 2021 auch nochmal? Elvira, ich gehe davon aus, ja. Und zwar im Herbst. Du denkst, du kommst dann mehr ins Schreiben. Ja, das könnte passieren. Ja, und nutz ruhig auch die Frage, also nutz ruhig diese Schreibimpulse, was bringt mir das für meine Masterarbeit? Frag mich das ruhig auch während des Kurses. Ich denke da auch gern mit dir nach. Also, ja, ich denke, es wird in 2021 auch wieder geben. Und dazwischen werde ich aber, ich mache jetzt diesen Blog mal fertig, der endet im April. Und dann werden wir ein paar kürzere Sequenzen einschieben. Vielleicht so jeweils, ich weiß es noch nicht, jeweils 4 Wochen dann jeden dritten Tag einen Impuls zu bestimmten Themenschwerpunkten. Ich möchte im nächsten Jahr ein paar so Minikurse ausprobieren, aber ich glaube, dass wir spätestens im Herbst wieder eine Runde machen. Ich habe mich eben bewusst entschieden, diesen Kurs nicht jetzt ständig zur Verfügung zu halten, weil mir dieses Gruppengeschehen so wichtig ist. Für mich ist es wertvoll, was sich dadurch ergibt, und das möchte ich euch möglich machen. Deshalb gebe ich ihn nicht so zum Einstieg jederzeit frei. Wie viel Zeit einplanen? Nicht pro Tag, sondern pro Woche. Also zum Schreiben selbst brauchst du meistens nicht mehr als 10 Minuten. Die Audiolektionen sind meistens im Schnitt 15 Minuten. Also viele sind 10 Minuten lang, manche 15 Minuten, ganz wenige länger. Also diese Zeit kannst du dir nehmen, entweder jede Woche
diese 20 Minuten, 15 oder einmal im Monat alle vier anhören, wieder hintereinander. Genau. Und sonst brauchst du nicht viel Mittwochabende, wenn du Zeit hast, oder Mittwochfrüh, aber eben das alles kein Muss. Und schaut mal, ihr könnt es ja auch so sagen, wenn ihr sagt, ich kann an diesen Mittwochen nicht, und das ist für mich der entscheidende Mehrwert, die auch diese 240 Euro rechtfertigen würden, aber ich kann jetzt diesen Mehrwert aus terminlichen Gründen nicht wahrnehmen, ja, dann zahlt mir 50 Euro oder 40, ja, und nehmt nur die Impulse. Alles gut, alles wunderbar. Wir sind mittlerweile so viele, dass ich glaube, in Summe wird einfach so viel zusammenkommen, dass ich die nächsten 3 Monate irgendwie überlebe. Ja, darauf vertraue ich. Wir sind schon gut unterwegs. Es haben schon viele eingezahlt. Gut, so. Schau, vielen Dank, das Webinar war glücksbringend. Ich habe noch, bevor du den Tipp gegeben hast, mein A4-Blatt intuitiv quergenommen und meinen Satz aufgeschrieben. Es ist ganz von selbst auf meinem Kuli geronnen. Ja, super, wir machen intuitiv so viel richtig, und vielleicht ist dieser Kurs auch vor allem eine Schulung, eurer Intuition zu vertrauen. So, kann ich für meine Texte auch proaktiv ehrliches Feedback einholen? Danke, Bettina, für diese Frage. Nein. Nein, Feedback nicht im Sinne von Kritik. Darauf verzichten wir bewusst in diesem Kurs. Denn Kritik hat vordergründig, hilft sie uns, weil wir was verbessern, aber in Wirklichkeit verhindert sie und hemmt sie viel mehr. Zumindest, wenn es um diese Art des Schreibens geht. Aber ja, das könnt ihr machen. Es gibt eine vergünstigte Aktion für 1:1-Coachings mit mir. Ja, die kosten normalerweise, also wenn ich Texte vorbereite und durchlesen muss, kostet das normalerweise 140 Euro pro Stunde, weil ich eben mindestens meistens eine halbe Stunde vorher und eine halbe Stunde nachher noch arbeite. Aber das ist für euren Kurs günstiger. Das kostet 90 Euro eine Stunde und ihr könnt jederzeit von mir ein Coaching haben. Also ich bin die Einzige, bei der ihr auch Kritik einholen dürft, weil ich weiß, dass ich die Kritik so geben kann, dass ich euch nicht in eurem Schreiben hindere, wo es auch um den Austausch geht, was wollt ihr mit eurem Text? Und in Bezug auf dieses Ziel gebe ich dann Feedback, aber von euren Teilnehmerinnen werde ich euch verbieten. Ich bitte euch ganz herzlich, nicht Kritik zu üben an den Texten, aber ich werde andere Feedbackfragen euch an die Hand geben, die stärken und stützen und nähern. Ja? Gut, den Link zu den 1:1-Gesprächen schicke ich euch auch noch. Ihr bekommt noch Mails von mir in den nächsten Tagen. Eine, oder wenn ich irgendwas vergessen habe, dann noch eine zweite. Aber ich werde euch nicht bombardieren. Ich werde euch höchstens am Mittwoch dann noch im letzten Moment ein Mail schreiben und sagen, jetzt heute anmelden oder nicht mehr für diesen Durchgang. Aber das war's dann schon. Ja, ihr Lieben, das war's dann schon. Könnte ein Stichwort sein, weil ich will eure Zeit auch nicht übermäßig strapazieren. Christine schreibt, sie fühlt sich gerade so gut aufgehoben. Danke, Christine. Danke, ja, danke euch allen, dass ich in den letzten Jahren so viele von euch auch persönlich kennenlernen durfte und auch spüren durfte, was wir gemeinsam brauchen, damit sich jede von uns, auch ich, gut aufgehoben fühlen kann in dem Setting. Ja, der Kurs ist nicht immer am Mittwoch. Und ob man nachhören kann, fragt die Sigrid. Nein, der Kurs ist auf Teachable. Die Lektionen, also die Übungen, kommen per Mail, immer donnerstags. Die Audiolektionen liegen auf der Kursseite. Den Link bekommt ihr, da bekommt ihr Zugang. Ihr seid schon drin, wenn ihr euch schon, also ihr seid dann sofort automatisch drin, wenn ihr euch anmeldet. Die Videos sind dann auch auf Teachable. Die Abende, die Zooms, die Gruppentreffen, Mittwochvormittag, Mittwochabend, werden nicht aufgezeichnet. Das würde auch gar nichts bringen, weil ihr ja in die Kleingruppen geht. Und welche Kleingruppe sollten wir dann aufzeichnen? Welche von diesen 20, die sich bildet? Außerdem ist es ein intimes Geschehen und soll nicht aufgezeichnet werden. Also das machen wir nicht. Genau. So, ihr Lieben, dann danke ich euch wirklich sehr, auch für mich. Danke, Karin, für mich war es auch eine sehr wertvolle Stunde. Und ich bin immer wieder dankbar für Anlässe, mein Herzfeuer zu teilen, auch zu bündeln, zu strukturieren. Auch das ist ein Aspekt des Schreibens oder was mir das Schreiben möglich macht. Und ich werde mich jetzt gar nicht so langsam, sondern relativ schnell ausklinken. Genau, und ich denke, wir bleiben sowieso in Kontakt. Es ist nie zu spät. Für Fragen, für Antworten. So, da kriege ich noch viele Dankes. Ich danke euch ganz. Ah, schau mal, eine Frage noch zum Austausch. Reden wir in den Kleingruppen über den Inhalt des Tagebuchs? Ja und nein. Es gibt die Möglichkeit, Dinge vorzulesen, die ihr geschrieben habt, auch inhaltlich zu reden.
Ihr werdet aber mehr über das Schreiben reden als über eure Erlebnisse. Also zum Beispiel, wenn jemand gerade in einem Trauerprozess ist und darüber schreibt, dann werdet ihr in der Kleingruppe nicht eine Viertelstunde lang über den Tod eures lieben Menschen reden. Das nicht, sondern ihr werdet darüber reden, was es mit euch macht, über diesen Tod zu schreiben. Und ihr werdet darüber reden, in welchen Zugangsformen ihr noch schreibend vielleicht euch annähern könntet oder in welcher Form euch das Schreiben was bringen könnte. Sehr, sehr wichtige Frage. Ne? Also es geht ums Schreiben und es geht um das, was das Schreiben euch gebracht hat und wie ihr das Schreiben erlebt habt, um den Prozess und nicht ums Ergebnis. Ja? Gut. Jetzt schalte ich uns ab und freue mich sehr auf alle, die dann im Kurs dabei sind und auf alle, die ich in irgendeinem anderen Kontext wiedersehen und wiederhören darf. Danke für eure Zeit. Habt es fein. Ja, ich winke euch ab.